Herzlich willkommen zu einem weiteren Audio-Stammtisch. Und wenn wir gesagt haben, das ist alles Unterstützer, aber das ist nicht so zu sagen, auf der Homepage. Hallo, Echo, mache ich gleich danke für den Hinweis. Immer derselbe Knopf. Jetzt müsste das Echo weg sein. Einmal bitte kurz bestätigen, Enzo. Jetzt müsste es auch für die Twitch-Hörer, sage ich jetzt tatsächlich mal, ohne Echo zu hören sein. Ich mache mal einen doppelten Kanal auf. Immer sehr schön. Besser. Wunderbar. Ja, dann können wir starten und Christian darf gerne die Präsentationsrunde machen. Es ist die Ausgabe 147. Ja, danke. Da brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Moment, stopp. Ich mache jetzt hier einen Schnitt. Jetzt müssen wir etwa 3 Sekunden Ruhe. Dann werde ich den Schnitt wiederfinden. Dann geht es aber auch erst los. Der Rest war ja nur für Twitch. Herzlich willkommen zum Stammtisch Nummer 147 des Retro-Kompotts. Heute mit an Bord sind der Arne alias RSN8887. Hallo. Dann der Robin. Hallihallo. Dann PageFault 2000 alias Ingo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Der Michael alias Sierra 76. Hallo zusammen. Dann Jung Wolle. Er spricht heute nicht mehr. Unser hatten wir letztes Mal auch. Er sucht seinen Ton. Den wird er aber noch finden. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Danny alias Sitkit ist auch mit dabei. Guten Abend in die Runde. Und dann, ihr habt ihn schon erkannt, der Patrick ist natürlich auch mit dabei. Genau, und natürlich auch unsere Anmoderation, der Christian, unser Blind Gamer. Hallo Christian. Und ihr stellt euch jetzt einfach mal vor, wie Christian es gerade geschafft hat, in der kurzen Zeit die Liste, die er nur in Textform vorliest, für sich so zu verarbeiten, dass er sagen kann, wer da ist. Und alleine das hat mir gerade mein Gehirn gesprengt. Ja, und vor allem, dass er natürlich auch noch die Pseudonyme korrekt zuordnet. Das gehört ja auch noch dazu. Das steht doch hier so nett dahinter. Ingo steht nicht dahinter, das wusstest du auch. Das stimmt, aber das weiß man nach 100, wie viele Stammtischen bin ich jetzt schon dabei? Du hast eben gesagt, es sei jetzt die 147 und du bist, glaube ich, seit, naja, gefühlt 100 Stammtischen dabei, aber ich weiß es nicht genau. Könnte man nachprüfen. Moment, das kann ich machen, ich habe doch mein Archiv, ich gucke doch einfach mal. Ja, Thema Archiv, ganz kurze Bitte, wenn Ingo irgendwann den Stammtisch verlässt und noch jemand da ist, wäre es nett, wenn ihr die Themen weiter notiert und mir mit zusendet per E-Mail, weil manchmal ist dann da so eine Lücke, wenn Ingo weg ist und wir brauchen ja eine genaue Liste, was wann ausdiskutiert wurde. Manchmal ist da eine Lücke, wenn Ingo weg ist. Ja, es ist immer eine Lücke, wenn Ingo weg ist, Robin. Alles gut. Aber um das Robins Rätsel einmal zu lösen, die Sprachausgabe, die hier die Sachen vorliest, spricht recht schnell mit mir. Ich meine, Patrick spricht schon manchmal schnell. Die Sprachausgabe kann definitiv mit ihm mithalten. Und darum geht das eigentlich recht zügig, weil ihr antwortet ja nicht immer sofort. Da sind immer so 2-3 Sekunden Pause und dann gibt es ein Hallo. Und in der Zeit kann ich mir das nächste schon anhören und dann gleich wieder auf Play drücken, sage ich mal hier, den Push-to-Talk-Knopf. Würdest du merken, wenn jetzt jemand dazukommt, wer das ist? Da müsste ich schnell sein, weil... Dann achte mal jetzt drauf. Da kommt nämlich jemand, glaube ich. Witzig. Noch ist er im Flur. Jetzt ist er da. Und wir begrüßen frisch eingetroffenen Stefan alias Greco 76. Schönen guten Abend, das geht schnell. Du warst gerade unser Experiment, Stefan. Wunderbar, danke fürs Dazukommen. Super, Christian. Echt gut. Sehr gerne. Das hat Robin jetzt noch mehr irritiert, das Tempo. Nein. Christian irritiert mich eigentlich nichts mehr. Wer sich einloggt, das ist ja keine Anzeige. Wobei, unten ist eine Anzeige in diesem Pott-WG-Skript. Da ist eine Anzeige drin. Ne? Also mich würde noch nicht mehr irritieren, wenn Christian irgendwann mal einen Schnelllesewettbewerb gewinnt. Überhaupt kein Problem mit. Nein, das sowieso nicht. Ja. Ich wäre irritiert, wenn er im Auto vorfährt. Dann fange ich an, nachzudenken. Stimmt. Organisiere mir irgendein Fahrschulauto samt Fahrschullehrer, der dann auf dem Beifahrersitz im Notfall eingreifen kann und das kriegen wir hin. Stopp! Du hast ja lange genug geübt bei Blind Driver, ne? Wie hieß das Spiel? Ich bin auch schon mal richtig Auto gefahren auf so einem Testgelände in Berlin, eben mit solchen Fahrschulautos. Es war eine sehr interessante Erfahrung.
Ach, deswegen immer die Unfälle da auf dem Berliner Ring. So, wir können jetzt mal ein kleines Spielchen machen. Ihr dürft mal raten, in welcher Folge der Christian zum ersten Mal dabei war. Und wer am nächsten dran ist, der kriegt, keine Ahnung, was er kriegt. Der kriegt was von Patrick geschenkt. Toll, danke. Dann müssen wir Robin und ich mitraten. Ich würde gefühlt sagen, ich sag mal Folge 70. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Wann Ingo mit dazugekommen ist oder wer? Oder Christian? Nein, Christian. Christian ist 63. 56. Ich denke auch schon. Also ich denke auch, das ist schlecht, weil das ist ja keine konkrete Zahl. Ich brauche eine Zahl. Also höher oder niedriger? Also 56? Das wäre der Preis gewesen. 47. Okay. 51. 80. Okay, die Zahl wurde genannt. Und zwar, ich weiß nicht, ob er gecheatet hat, der Stefan. 51 war es. So lange? Aber da war ich einfach nicht fast gut, wo ich sagte, das müssten an die 100 Folgen gewesen sein. Mist. Oder hat jemand jetzt hier im Hintergrund das Archiv gegoogelt irgendwie, das Podcast-Archiv? Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da gibt. Gibt's denn das? Das kannst du ja nicht googeln. Gibt's das nicht? Also, nein, du kannst ja nicht mal auf der Homepage sehen, wer da mitgemacht hat. Du musst genau, jede Folgenseite einzeln aufmachen im RSS-Feed. Das schafft keiner so schnell. Also Folge 51 war die Neuvorstellung von Christian. Vielleicht solltest du mir mal zusammengefasst diese Übersicht immer schicken, die können wir ja mit veröffentlichen. Die hast du doch. Du hast doch eigentlich alle. Das sind aber 147 Textdateien, die einzeln im RSS-Feed sind. Danke. Ach so. Ja, ich habe ja nicht alle. Ich habe ja irgendwann mal angefangen. Warte mal, ich kann dir noch mal schauen. Das habe ich ja nicht als Übersicht. Ich bräuchte eine halbe Stunde, das rauszufinden. Ich müsste jeden. Ich habe angefangen in der Folge 36. Immerhin. Und ich glaube, davor, da haben wir dann irgendwie so auf Zuruf irgendwas noch geschickt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja schon eine Weile her. Ich weiß nicht mal, wann der erste Stammtisch war auswendig. Das muss anderthalb Jahre sein mindestens. Oder noch länger. Ist länger. Quatsch, es muss länger sein. 2,5 Jahre, oh Gott. Oh, und ich habe ich gerade die Aufzeichnung gefunden vom ersten Top-3-Talk, meinen Notizen. Das ist vom 21.09.2019. Selbst das ist schon über 2 Jahre. Irre. Wir waren beim ersten dabei. Ich weiß, ich war dabei. Beim Marcel? Der Arno, Arno und Amiga Master steht hier drunter. Da waren, mehr als zwei, da waren ja mehr als zwei Leute dabei noch. Nur drei insgesamt und nicht? Nein, nein, doch. Nein. Beim welchen nur drei? Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wir waren nicht zu dritt. Also Robin und ich waren sicherlich mit dabei, sind schon mal mindestens 4. Nee, nicht beim ersten. Nee, never ever. Nee, die erste waren, da waren die nur zu dritt. Ja. Da wollte beim Top 3 war da nicht Fab dabei auch? Da war doch Fab dabei. Beim ersten Podcast, beim ersten Stammtisch Top 3, war da. Top Nein, 3 Top 3 Talk. Achso, Top 3 Talk, ja, das ist richtig. Das meinten wir ja nicht, Arne. Das war Spiele zum Wein. Ich dachte an den Stammtisch. Wer war beim ersten Audio-Stammtisch mit dabei? Das war eben die Frage. Achso, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe noch eine interessante Anekdote. Und zwar, da gibt es auch einen Teil vom Top 3 Talk, den ich selber noch nicht gehört habe. Und es ist die einzige Stelle vom ganzen Top 3 Talk, also von den ganzen, ich weiß nicht, 57, 58 Folgen, die es jetzt gibt. Die ich nicht gehört habe. Ja, Spoiler zu Metal Gear Solid, oder nicht, ne? Oder nee, sowas. Wie hieß das Adventure? Das, The Longest Life is Journey. Strange. Longest Journey, ja, stimmt. Ja. Ich dachte, du bist auch mal zwischendurch eingeschlafen und hast was verpasst. Nein, ich habe mich ausgeklickt, weil ich wollte nicht gespoilert werden. Und ich wollte das gerade ja dann auch weiterspielen, aber ja, irgendwie hat es sich dann verlaufen und dann bin ich da doch noch nicht dazugekommen. Aber wer beim ersten Audio-Stammtisch dabei war, würde ich auch gerne mal wissen. Ich glaube, das war nur die Standardbesetzung, ne? Kannst du ja einfach im RSS-Feed gucken oder auf Patreon oder Steady gucken. Es war nur ihr als Podcaster, da waren noch keine Gäste dabei. Doch, ich war dabei. Ich habe ja vom Büro aus mich reingeschaltet und geflüstert. Ich würde auch sagen, ich versuche es mal rauszufinden. Echt? Ja, weil ich wollte meine Kollegen nicht nerven. Und da wart ihr und ich glaube, Fab war da auch mit dabei. Ich gucke gleich mal nach, ich sage euch das. Aber die ersten Stammtische liefen doch nur 2 Stunden, die waren noch mit Andreas. Das ist ja kein Argument. Andreas hat ja auch versucht, um mit danach die Leute rauszukehren. Der Stammtisch kam doch nach der Nachlese. Das war ja das Format, was genau, es abgelöst hat. Genau, das kam ja direkt nach dem Podcast. Nein, die Stammtische waren irgendwann der Ersatz für die Nachlese. Genau. Der erste Audio-Stammtisch war ein ganz normaler Stammtisch, aber ich glaube, das kann sein, dass Andreas da schon dabei war und Fab war, glaube ich, auch dabei. Die waren total kurz damals. Also Arne höre ich höre mich, ich höre Fab. Ich guck mal weiter. Mal gucken. Wie gesagt, das können wir ja recherchieren. Das ist ja zum Glück alles irgendwo festgehalten. Ich weiß auch gar nicht, ob Andreas schon dabei war beim allerersten Stammtisch. Das weiß ich auch nicht.
Er hat ja, ich weiß auch gar nicht, war der Vorspann schon mit Andreas? Ich glaube. Oliver war, glaube ich, dabei. Oliver ist auch mit dabei, genau. Und irgendein klingt wie ein Telefonkandidat früher vor 20 Jahren aus einer Talkshow. Naja. Kann ja sein. Langes Zählen. Ach, aber das Spaß. Bist du! Arne, du bist irgendwann mal. Das bist du, Arne. Du hast irgendwann umgeschaltet auf Handy oder irgendwas auf ein anderes. Und dann klingst du halt wie Telefonkandidat. Irgendwas verstellte sich da. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich kann mich erinnern, da so geflüstert zu haben. Ja, und ja. Ich habe da schon über die glänzenden Steine bei Gods geredet oder so mit Oliver. Also hat sich die Pixelgrafik. In den letzten zweieinhalb Jahren, meinst du? Es ist auch so inzwischen, Patrick, ey, ich muss dich echt manchmal schon vorspulen, weil wenn du mir, was sind das immer für Storys? Du erzählst wirklich manche Storys jetzt zum 10. Mal schon. Ich weiß welche. Letztens kam es bei dem ASM-Thema, ja, hast du wieder die Geschichte mit deiner Blaster erzählt und ich sagte mir so, ich kann es nicht mehr hören. Das liegt aber auch daran, dass ich in vier verschiedenen Formaten erzählt habe. Und genau, aber immer wieder die Geschichte, wie du dir gegen den Programmierer deiner Blaster gespielt hast. Das habe ich Donnerstag wieder in der Location erzählt und 10 Leute kannten es nicht und fanden es toll. Ist ja auch okay. Aber Arne, du gehörst wahrscheinlich zu den drei Menschen auf der Erde, die solche Sachen behalten. Also da gibt es wenig Leute, die nicht nach 3 oder 4 Monaten so ein unnützes Wissen hinten wieder rüberkriegen. Nee, das habe ich weil ich das gelernt habe, Robin. Mhm. Als ich damals das Buch geschrieben habe in den normalen Menschen, habe ich doch die ganzen Geschichten immer wieder auch Praktikanten erzählt, wie du dich erinnern kannst. Ja. Und da habe ich mir dann angewöhnt, gewisse Sachen zu memorieren, aber natürlich nur die lustigen Sachen. Den Rest, ich vergesse aber dafür, was ich letzte Woche gespielt habe. Nee, ich meinte eigentlich Arne nicht dich. Ich meinte, dass Arne das behält. Das Arne das behält, ist doch logisch, weil ich weiß ja, dass ich 10-mal erzählt habe. Wobei ich weiß nicht, ob es 10-mal war. Es ist halt extrem, es ist schon sehr, wie soll man sagen, dreist, weil du und Ingo, Mensch, wenn man dich nochmal hört, ne, immer wieder Game Pass, wie toll ist der Game Pass, was hast du auch schon irgendwie 50 Mal erzählt, man denkt so, ich kann es nicht mehr hören. Ja, aber du darfst ja auch alte Folgen nicht wieder neu anhören, das ist ja eigentlich auch wirklich doof. Du bist aber auch der einzige Mensch, Arne, der Stammtische doppelt gehört hat, was du erzählt hattest, ja. Also das macht ja auch normal keiner. Und Jungwolle schreibt, es gibt immer wieder kleine Abweichungen, siehst du, das ist ganz spannend, jetzt könnte man auch noch textkritisch analysieren, wann die Abweichung anfing. Und das mit dem Game Pass ist ja noch nicht so lange her, weil ich bin ja erst seit etwas über einem Jahr beim Game Pass. Aber du hast es in mindestens 20 Stammtischen erwähnt. Ich habe es in jedem erwähnt. Seitdem. Es war ja auch eine Zeit lang bei dir mit dem PC, mit diesem Shadow-PC. Gott, das immer wieder. Vorher waren es die Probleme der Telefongesellschaft. Stadia hatte ich auch mal eine Welle. Oh ja, die Stadia-Zeit war gut. Ja, und die Telefongesellschaften-Problematik. Vodafone, ja. Und da wurde ich so ausgelacht von allen, ja. Und was machen dann die Leute um sich auf Vodafone und fallen auf die Nase? Im Chat haben wir Verständnis, der Game Pass ist ja auch super. Also erzähl gerne was über den Game Pass. Nein, bitte nicht, ich will dich nicht triggern. Ich wollte es nur mal kurz... Ich meine, ich kriege ja so viel Geld von Microsoft, da muss ich ja auch dann ein bisschen Werbung machen, oder? Nur kurz Microsoft macht ganz tolle Sachen. Microsoft ist die beste Firma auf der Welt. Microsoft. Genau. Developers. Danny, beim neuesten Podcast habt ihr Microsoft auch sehr gelobt mit der Xbox, ne? Im Endeffekt. Ich lobe nur noch Microsoft. Ich liebe diese Firma. Ich werde mir ein Microsoft-Tattoo auf die Vorderstirn. Ach du Scheiße. Das ist erschreckend. Ich werde mir den grünen Punkt, dieses grüne X, werde ich mir über die Nase zwischen die Augen tätowieren. Diese Sendung kann Spuren von Werbung beinhalten und wir versprechen und garantieren, wir haben kein Geld dafür bekommen. Was bei einigen anderen ist, weiß ich nicht. Ich habe kein Geld bekommen, aber eine Konsole, ist das nicht geil? Ich lasse mir ein Windows 3.1 Logo auf die rechte Oberfläche. Ich habe kein Geld bekommen, aber eine Konsole, ist das nicht geil? Ach, hast du sie bekommen, die Konsole jetzt? Ja. Oh, super, toll. Dann kannst du jetzt endlich mal richtig spielen. Genau. Endlich mal richtig. Nicht mehr im falschen 4K, sondern im echten 4K. Aber ich muss noch abholen. Oh, das ist, aber das ist, es freut mich. Oh, Inso kommt in Teamspeak, wenn wir weiterhin Game Pass Werbung machen. Sehr gut, dann kriegen wir mehr Teilnehmer. Vor allem, das Schöne ist ja, mit dem Game Pass. Nein, komm. Dass halt so viele Spiele mittlerweile halt auch für die neue Generation gepimpt ist. Das ist halt das Geile. So, ich habe meinen Game Pass gekündigt. Gerade heute. Weg. Arne, du bist komisch. Der Game Pass ist total sinnlos, wenn man nur eine 360 und originale Xbox Classic hat. Ja. Völlig unsinnig. Ja, das macht keinen Sinn. Also da gebe ich dir recht. Ich habe tatsächlich mal kurz überlegt, ob es für PC Sinn macht. Aber habe es dann auch nicht überlegt, weil ich spiele die Sachen ja nicht. Doch, aber das ist krank, was damit bei ist. Ich habe es ja nur auf dem PC. Ich hatte ja noch den kostenlosen 2 Monate von Danny. Und das ist tatsächlich pervers, was es da alles gibt. Und die Sachen sind ja auch alle auf dem PC dann spielbar. Ja, genau. Klar. Jungwolle schreibt im Chat auch, die Themenloops sind prima, er genießt sie wunderbar.
wahrscheinlich auch ein Retro-Demenz-Fall. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, hier im, bist ja eingeloggt bei uns, kannst auch gerne sprechen, falls du das Mikro ankriegst. Sonst hörst du es wahrscheinlich doppelt auf Twitch und nicht auf Teamspeak, ich habe keine Ahnung. Jetzt ja, musst du mal fragen, was Inso alles gesagt muss man es halt immer wieder loben. Das ist halt auch wichtig, finde ich. Also Inso hat im Chat gesagt, nochmal 10 Minuten Game Pass Werbung und er kommt uns ins TS, also so, in Teamspeak. Ich sag doch, da haben wir noch mehr Gäste, also fangt an. Ja, und wir uns den Hintern. Ja. Ich habe übrigens auch wieder ganz neue, tolle Game Pass Spiele zu besprechen. Ja, wie gesagt, diesmal ist Arne schuld. Also wir können das ganz klar festlegen, das ist festgehalten. Arne hat uns getriggert. Aber ich finde, ich muss es noch eben mal sagen, bevor du jetzt anfängst wieder mit Game Pass, Ingo. Ich wollte noch mal eben sagen, dass Danny tatsächlich die frischesten und neuesten Geschichten immer hat. Obwohl selbst du, Danny, fängst an, dich zu wiederholen, wie wir alle. Aber bei dir kommen immer noch mal neue Geschichten. Du hast echt ein Leben hinter dir. Unglaublich. Du ja, die meisten Sachen kann ich hier leider nicht erzählen. Da muss man donnerstags, wenn ich ankündige, ich komme in die Location, da gibt es dann die richtigen Tour-Stories. Haben wir gestern Abend ja auch wieder gehabt. Böse Sachen. Ansonsten ja, Sachen. Mit sehr veränderten also, Namen machen. Aber auch so im Podcast, was du da schon immer alles an neuen Geschichten auch erzählst. Also Wahnsinn. Respekt. Er hat halt viel erlebt. Das kann man wirklich sagen. Und aber überlebt, dass auch Danny sehr gut. Überhaupt die noch wir gerne unter uns hält. Arne, was hörst du denn eigentlich jetzt wieder alles an? Wie, was höre ich an? Die naja, alten dass Folgen, du jetzt gerade, wo bist du denn gerade, bei welcher Folge? Es war völlig bescheuert, weil mein komischer mein Abspielprogramm hat halt angefangen, die Stammtisch-Ein-Stunden-Vorspende dann abzuspielen. Nachdem alles andere weg war aus der Podcast-Liste, kamen halt die ganzen einstündigen Schnupper-Stammtisch und dann habe ich die halt einfach alle durchgehört. Das ist ein anderer Kanal eigentlich. Ja, im Hauptpodcast-Kanal. Ich habe mir halt den neuesten Podcast angehört und dann ging es durch die 1-Stunden-Vorschau-Dinger und dann habe ich das wieder alles gehört. Das musst du ja frei, Male irgendwie. Du kannst doch auch einfach das automatische Runterladen abschalten und per Hand entscheiden, was du runterladen möchtest. Ja, nee, das war einfach so, weil ich zu faul war, dann weiterzuklicken, so nachts im Bett und so. Dann geht das ja automatisch, spielt das einfach irgendwas ab dann. Aber was schön ist, also ich höre auch immer gerne dann noch die Episoden, wenn ich dann mal früher weggehe, dann höre ich mir auch immer gerne den Rest an, weil das ist dann auch so schön, wenn man dann zuhört und und man ärgert sich eigentlich immer, dass man nicht mitreden kann. Aber ich finde es trotzdem ganz toll. Kannst du, Ingo, ist doch kein Problem. Ich wiederhole mal wieder, was ich schon 4-mal erzählt habe. Ich habe schon ein paar Mal was gesagt, wenn ich es gehört habe, weil ich dachte, ich kann mich noch einmischen. Das ist manchmal wirklich so. Ich habe letztens bei Twitch einem Twitcher gefolgt und schreibe immer in Chat und ich denke, blödes Arschloch, was schreibt er nicht zurück? Und dann lese ich irgendwann unten Pre-Recorded Session. Das ist bei uns ja auch so, da steht oben dick drin Aufzeichnung und wir schreiben rein, ist das jetzt live, weil man einfach nicht hinguckt, das passiert. Und am besten war doch mal, war das Fab oder Ingo? Fab war das, ne? Der mal reingefallen ist und sehr richtig sauer war, dass wir nicht mit ihm reden wollten. Er wollte mitspielen bei Amiga Live, genau, das war eine Aufnahme. Genau. Und schrieb dann irgendwann, wo seid ihr denn? Ich bin doch auf Zoom, ihr seid gar nicht da. Fand ich super. Wir haben völlig falschen Tag oder so. War halt eine Aufzeichnung auf YouTube sogar und da hat er versucht, sie noch bei Twitch bei Zoom einzuloggen, ja. Aber wir hatten Donnerstag wirklich einen schönen Abend wieder. Das müssen wir auch noch einmal gerne wiederholen. Wir haben uns ja wieder getroffen bei unserer Location und es war wirklich mal gut Betrieb und tolle Atmosphäre. Du kannst es ja noch mal ein bisschen aufpushen, damit das ein Thema wird. Also wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass... Ich wollte daraus kein Thema machen, weil ich sitze hier wie auf Absprung wieder. Geht ganz fix. Ich wollte nur sagen, wir hatten zuerst nur 5 Leute, die kommen wollten. Ja. Hallo, Robin, du bist weg. Ja, inklusive Patrick waren wir nachher 19. Ja, ich spiele hier nebenbei Battlefield und ich bin gerade... Wir waren 19 am Ende. Ja. Das war 19, ja. 5 am Anfang und nachher 19, weil alle Leute... Patrick hatte innerhalb von einer halben Stunde hatte irgendwie 10 Leute, die schrieben, ja, ich komme noch vorbei, seid ihr denn angerufen, da? Angerufen, seid ihr da? Ja, das ist die Angst in Hamburg, dass ab Samstag wieder alles vorbei ist, weil die Verordnung ja jetzt heute erschienen ist. Ich kann sie aber noch nicht lesen, sie ist noch nicht... so formuliert, dass ein normaler Mensch sie versteht, die kommt wahrscheinlich im Laufe der nächsten Stunden. Ich sitze hier so ein bisschen auf Abruf und warte auf die neue Verordnung, um wieder alles umzuschreiben. Aber wie es aussieht, können wir wohl in irgendeiner Form noch weitermachen. Aber das kann ich erst, glaube ich, immer erst, wenn ich schriftlich habe. Und das müsste eigentlich heute bis Mitternacht noch kommen. Wenn nicht, muss ich eine Anwaltsausbildung machen, um den Kram zu verstehen. Mal gucken. Nein, aber ich eigentlich... Oh, ja, sag. Nee, sag du. Red du.
ihr seid herrlich. Also es ist immerhin höflich. Ja gut, dann rede ich jetzt. Also wird dann bei euch auch was gezockt oder steht man da nur rum und redet und wird auch was kaputt gezockt? Also die ganzen Geräte gehen ja irgendwann auch mal in den Arsch, oder nicht? Also ich könnte jetzt dreimal ja antworten, das wäre aber zu pauschal. Es wird fast ausschließlich gespielt oder geredet. Es gibt auch Leute, die reden gerne. Kaputt geht selten was, eher mal ein Joystick oder sowas. Eine PlayStation ist kaputt gegangen dieses Jahr und ich glaube doch ein weiter, und ein C60 ist kaputt gegangen dieses Jahr, also über das ganze Jahr verteilt. Das ist noch im Rahmen und wir haben ja zum Glück Leute, die uns dann helfen und auch Sachen wieder reparieren. Also da passiert wenig. Und viele kommen auch wirklich hin. Ich habe sogar einen gehabt, der hat mich gefragt, ist es schlimm, wenn ich bei euch vorbeikomme und nicht spiele, sondern nur rede? Und da habe ich nur gesagt, jeder, der sozusagen Eintritt bezahlt, kann ja im Endeffekt machen, was er will und kann auch gerne 4 Stunden mit uns reden, wenn er Bock hat. Das ist ja auch kein Problem. Da erzähle ich halt zum 12. Mal dieselben Geschichten, mache ich gerne. Nein, also das ist, die Atmosphäre war so toll. Erstmal war es wieder faszinierend. Danny hat einen neuen Rekord beim Fischeangeln gemacht, glaube ich zumindest. Der hat 50 Kilo geangelt. Ja, so ein 50 Kilo Wels mit 1,40 Meter Länge. Das war sehr schön und ansonsten war die Atmosphäre halt toll, weil wirklich mal wieder die Multiplayer-Station bespielt werden durften. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, Arne, Straight Up gespielt, das neue Spiel von Dr. Wuru. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, und das macht mit 4 Leuten richtig Spaß, wenn man so mit Gemüseteilen auf Plattform springen muss. Nee, kenne ich nicht, klingt aber ja, gut. Quasi ein Endless Runner zu viert. C64. Und das war total unterhaltsam. Und das haben wir mal wieder ausgiebig ausprobiert. Und dann war ja wieder noch parallel die Recken, die einsam versucht haben, im Videostammtisch It Came From Desert 2 zu spielen. Das war auch sehr schön, das noch parallel mitzubekommen. Nee, aber war wirklich toll gestern. Und das wünschten wir uns eigentlich, dass das öfter passiert. Wir haben uns jetzt entschieden, wir machen jetzt 2 Tage die Woche auf, wenn wir dürfen. Und sehen das auch nicht mehr ganz so hart mit der Voranmeldung, sondern sagen einfach, wenn sich ein paar genug angemeldet haben, beziehungsweise jemand kommt direkt am Anfang, dann sind wir auch da. Also müssen wir gucken, dass werden wir alles im Laufe der nächsten Tage bekannt geben. Ich warte halt nur noch auf die finalen Formulierungen der Hamburger Bürgerschaft, um es mal klar zu sagen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, diese Zeit, wo man denkt, so eigentlich gelten in 3 Stunden die Regeln und wir haben sie noch nicht verstanden. Noch gibt es keine lesbare Fassung, wie gesagt. Und das ist etwas nervig, weil das wusste ich auch früher nicht, dass Gesetze immer zuerst im Gesetzesblatt veröffentlicht werden, das halt nur Anwälte verstehen. Und die werden dann umformuliert fürs normale Volk und für die Gewerbetreibenden, was es eigentlich bedeutet, was da steht. Und das kommt dann meistens ein paar Stunden oder sehr viele Stunden später. Das ist immer sehr nervig. Die Palmiga, ich muss auf den Chat eingehen, dienstags. Dienstag 18 bis 22 Uhr und Donnerstag 18 bis 22 Uhr. Wenn jemand jetzt etwas früher kommen will, kann er auch fragen. Vielleicht sind wir auch vorher dann schon da. Und wir wollen das so handhaben, wie gesagt, unter Vorbehalt, dass, wenn sich mindestens 5 Leute anmelden, ist auf jeden Fall offen oder wenn in der ersten Stunde überhaupt jemand kommt. Wenn wir da jetzt sitzen, in der ersten Stunde kommt niemand, dann werden wir nicht weiter warten auf Leute, das ist ganz klar. Aber wenn sich Leute angemeldet haben, dann auf jeden Fall. Und alles andere, wie gesagt, in den nächsten Tagen, auch mit der Weihnachtsfeier, die 3 Tage, da ist soll wohl auch alles beim Alten bleiben. Da muss man mal gucken, was mit dem Freitag passiert. Wir wissen halt jetzt nicht ganz genau, ob wir Mitte Dezember noch 3G machen dürfen. Wenn wir es dürfen, findet das natürlich genauso statt, selbstverständlich. Aber wir müssen uns ja an die Gesetze halten. Das wissen wir nicht. Und das ist halt das Problem, dass viele Sachen so ein bisschen erschwebe sind. Und deswegen muss man da halt im Prinzip jeden Tag gucken, was passiert. Aber wir gehen im Augenblick davon aus, dass es nicht so wird, wie ich vor einer Woche gedacht habe. Da habe ich schon gedacht, wir können den Schlüssel gleich abgeben. Aber diesmal nicht. 15. bis 17. Nee, 17. bis 19. 12. ist die Weihnachtsveranstaltung, genau. Wenn ich das nicht wieder völlig verdreht. Nein, das ist richtig. Oder meinst du Uhrzeit? Da wäre es 18 bis 22 Uhr. Ich glaube, er meint das Datum Dezember. Nein, die Weihnachtsfeier ist 17. bis 19. Ja. 18. und 19. ist 2G und 17. wenn wir dürfen, 3G. Und ich habe mich ja für den 16. auch schon angekündigt. Das ist ja ein normaler Donnerstag, das ist ja kein Problem. Das ist auch auf jeden Fall ja da, weil wir dann sozusagen ja schon in die 4 Tage reingehen. Das ist ja kein Problem. Ja, und solange es halt auch nicht verboten ist, da werde ich dann auch fliegen. Also das ist jetzt. Ich glaube nicht, dass es verboten wird. Wären wir jetzt in Bayern und hätten einen Laden, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, da wird es enger. Ja. Und es gibt ja eine neue Regelung wohl, dass die Inzidenz nicht mehr wichtig ist, sondern ab jetzt nur noch die Krankenhausinzidenz. Und die ist ab 3 ist 2G, ab 6 soll 2G plus sein, ab 9 Lockdown. Also die Richtung. Und wir liegen in Hamburg bei 1,6 im Augenblick. Also vielleicht ist das eine vernünftige Maßeinheit. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt, aber
Ja, und die Leute sind jetzt vielleicht auch gewarnt ein bisschen, dass sie das mal realisieren, dass man halt einfach nicht so weitermachen kann wie bisher. Und klar, ich glaube auch schon noch, dass das halt irgendwie dann funktionieren wird, weil gut, das Leben geht weiter und ich denke auch mal. Ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, in einigen Regionen Deutschlands ist es einfach populär, gegen die Region zu nerven und alles ist böse und gibt's doch alles nicht und so. Und das ist, wird halt dazu führen, dass einige Regionen, das ist ja das Gute jetzt, dass sozusagen die, die wirklich ein Problem darstellen mit ihrer Inzidenz und der Krankenhausbelegung, dass die halt im Prinzip abgekapselt werden. Und klar, das ist da manchmal ein bisschen lächerlich, wenn du dann irgendwie eine Stadt hast, die dann in der bösen Region ist und die Nachbarregion hat keine Maßnahmen, dann fahren sie natürlich alle rüber. Es geht aber jetzt, es geht ja jetzt trotzdem nach nicht nach Landkreisen wahrscheinlich sogar, sondern eher auch nach Bundesländern. Aber wird man sehen. Ja, mal gucken. Wie gesagt, wer jetzt auf Österreich guckt, dann hätte ja auch keine gerechnet, dass die jetzt so konsequent plötzlich Lockdown und Impfpflicht einführen. Das hat mich heute auch überrascht, ehrlich gesagt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin ja gerade echt überrascht. Trotz 2G, 3G, was weiß ich, Unsicherheiten, habe ich irgendwie gefühlt in den letzten zwei Wochen zwei Gruppentouren reinbekommen für meine Stadtführung. Das überrascht mich schon etwas. Waren wir auch am Anfang ein bisschen am Hadern. Machen wir es nicht. Auf der anderen Seite sage ich, es ist hey, draußen, ganz ehrlich, ne? Hauptsächlich. Es ist draußen. Es ist, wir machen trotzdem 2G bei Gruppen. Die Leute müssen die ganze Zeit die Maske tragen. Und ach, ganz ehrlich, da darf man auch nicht pingelig sein, weil es ist gut verdientes Geld, es ist das Weihnachtsgeschäft und wenn man das nicht mitnimmt, dann ist man selber schuld, glaube ich. Ja, gut, du hast ja im Endeffekt auch keine andere Wahl irgendwann. Und ich habe übrigens zwei Anfragen noch am Donnerstag gehabt wegen deinen Führungen und habe dir noch mal einen Flyer mitgegeben. Sehr schön. Thema Donnerstag, gleich nochmal dazu. Nächste Woche wird ja endlich Parodius gespielt. Richtig, ja. Und ich habe auch den Abend freigekriegt. Ich konnte die Schicht tauschen. Wäre es theoretisch möglich, auch Parodius denn bei euch in der Location zu spielen? Sogar sehr gerne, weil entweder Robin oder ich sind nicht durchgängig dort, weil wir parallelen Termin haben. Das wäre kein Problem. Ich wollte selber auch mal spielen, aber vielleicht nur 20 Minuten auf dem Gameboy oder so. Aber du könntest eventuell den Anfang sogar machen, wenn du möchtest dann, also das dann zu spielen. Ich will es halt einmal durchspielen. Zwar mit das kannst du ja gerne machen. Dann rechne ich doch darauf ein, dass du gegen 20.15 Uhr oder so das gerne spielen kannst. Dann steige ich halt nochmal danach kurz ein. Also keine Ahnung. Sehr cool. Dann müssen wir uns nochmal absprechen, welches, ne? Christian, an dich ist gerade eine Frage im Chat, wie du denn als Blinder einen 2G-Status überprüfen kannst und dass die Maske getragen wird. Ich könnte es inzwischen auch beantworten, weil ich dich gesehen habe bei einer Kontrolle bei unserer Location. Aber erzähl das gerne mal selber. Sekunde mal gerade. Ich muss jetzt mal irgendwie, jetzt muss ich ja jonglieren. Also das erste Mal ist, wenn du eine Maske vor dem Gesicht hast, dann hört man das auch beim Sprechen. das zweite, geimpft und genesen, habe ich mit Robin schon drüber geschrieben. Es gibt ja eine tolle App, diese, oh, wie heißt die? Kopfpass-Check. Check-App, genau. Damit könnte ich es machen. Mir kommt hier wirklich zugute, dass Hamburg ja die Papierimpfpässe nicht anerkennt bei 2G. Also wäre das zumindest schon mal kein Problem. Und 2G wird für mich ja nur dann interessant, wenn es eine Gruppe ist und da habe ich so oder so noch sehende Tourbegleiter mit bei. Da mache ich es nicht alleine. Wenn ich eine Einzeltour habe, da ist es wurscht. Also da sage ich draußen nur Maske tragen die ganze Zeit und wir gehen ja nirgendwo rein, irgendwas essen oder so. Bei Einzelpersonen kann ich auf 2G bislang noch verzichten. Ja, wir haben auch immer noch das, was du eben sagst, mit den Impfpässen, was in Hamburg ja gilt, das ist immer noch ein kleines Problem. Ich schreibe das inzwischen dick gedruckt und rot drauf, dass in Hamburg die Impfpässe in Papierform nicht gelten als Nachweis. Es muss entweder ein QR-Code ausgedruckt sein oder digital. Und immer noch kriegen das Leute leider nicht mit, egal wie deutlich man das versucht zu schreiben und zu sagen, weil es in anderen Bundesländern ja nicht so ist. Und das ist natürlich wieder so ein Hamburg-Problem, dass hier die Impfpässe halt alleine nicht gelten. Das muss man erstmal erklären, warum wahrscheinlich den Leuten. Obwohl, das macht durchaus Sinn, weil das Problem ist, dass es einfach zu viele Kombinationen gibt und die Leute, die das jetzt sehen, die sind ja nicht ausgebildet zu entscheiden, ob derjenige jetzt auch ordentlich geimpft ist oder nicht. Hast du völlig recht. Ja, und deswegen wird es ja von Apotheken dann quasi zertifiziert und dann gibt es im Prinzip ein Ja und ein Nein. Deswegen genau, die App sagt ja oder Nein. Ich habe ja auch diverse Male beim Scannen mit dieser App Nein gehabt bei Leuten schon im letzten Vierteljahr. Und die kann jetzt auch Fälschung nachweisen. Habe ich gehört, ja. Bei mir waren es nur bisher entweder ungültiger QR-Code hatten wir einmal und dieses Zertifikat ist nicht in Deutschland gültig, hatte ich mal als Meldung.
Das war eine Dame, die in Indien ihre Spritze bekommen hat. Und der Impfstoff ist natürlich in Deutschland nicht oder in Europa nicht zugelassen. Und wo ich ein Problem habe, ist immer noch mit den, wenn wir jetzt 3G-Event machen, dann gilt das ja wieder anders. Aber da sind ja dann diese Testnachweise. Und da habe ich schon ein Problem, bis du die durchgearbeitet hast, weil die müssen ja so und so viele Stunden nur alt sein von unter ärztlicher oder Apothekenaufsicht. Und die sehen ja alle verschieden aus. Da wird es dann wieder ein bisschen schwierig. Also das traue ich mir auch schon fast nicht selber zu, das zu prüfen. Das finde ich immer sehr lustig. Wir müssen die Leute dann wegschicken in Nice to Sushi. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Aber der Vorteil ist, es gibt bei uns in der Nähe eine Apotheke und abends gibt es noch eine Nachtapotheke, die meistens im Einkaufszentrum ist und die kann das schnell umtragen. Das heißt, dann kommen die Leute mit einer Stunde Verspätung doch noch zurück und können dann doch reinkommen. Wir konnten bisher alle Probleme lösen und am Ende durften dann doch alle rein. Aber wir können Leute halt tatsächlich ohne den QR-Code nicht reinlassen. Das ist ja gut, dass wir das einmal öffentlich jetzt hier nochmal sagen, falls jemand besuchen will, bitte packt das Teil in eine App rein oder druckt den QR-Code aus. Sonst haben wir ein Problem in Hamburg zumindest. Gestern hatten wir auch noch einen Besucher, der wollte auch noch mit rein, ein ganz netter, also falls Thomas jetzt zuhört, das war gestern ein nettes Gespräch mit ihm, aber Thomas hatte halt auch nur einen gelben und der wusste es einfach nicht, dass das in Hamburg gar nichts nützt und er sagte auch, dass er noch in Urlaub fahren wollte oder wegfahren wollte und da habe ich gesagt, naja, da wirst du auch ein Problem haben, wenn du damit am Flughafen stehst, weil das werden sie da auch nicht anerkennen. Das heißt, der hätte dann... Also generell, alle, die jetzt zuhören, lasst euch die Teile digitalisieren. Es ist einmal natürlich eine Sicherheit, dass ihr es dann in Digitalform nochmal habt. Und persönliche Meinung, bitte kopiert euer Heft und nehmt nur die Kopie mit, nicht das Original. Das ist ja tatsächlich echt ein Problem, dass die Leute damit Entschuldigung, rumlaufen. Ich muss einmal auf Thorsten eingehen im Chat. Natürlich steht bei uns drin mit digital lesbarem Impfnachweis, es liest nur keiner. Jeder, der sich anmeldet bei uns, kriegt per E-Mail in rot gedruckt das Wort, den Satz reingeschrieben, der Impfpass in gelb reicht nicht aus. Das machen wir natürlich, aber es liest ja kaum einer Mails zu Ende, leider. Und deswegen haben wir halt immer wieder das Problem. Aber es lässt sich klären, auch teilweise zeitnah sogar noch. Und wenn jemand mit so einem Pass vom Impfzentrum kommt, den kann man sogar online umstellen wieder. Also es gibt tausend Varianten. Genau, also wenn ihr diesen Code habt, den man nicht mit der App einlesen könnt, also diese DIN A4-Seite, die vom Impfzentrum ausgestellt wurde, die kann man innerhalb von 3 Minuten in einen Code umwandeln, der von eurer App gelesen werden könnte. Dann seid ihr digital und dann kann man das Ganze auch sofort umwandeln in einen Eintritt in Retro-Spiele-Club. Ja, und das gilt ja nicht nur für uns so. Bei 2G gilt das eigentlich bei allen. Das ist bis vor ein paar Tagen einige nicht geprüft haben, ist natürlich deren Fehler. Und jetzt haben sie ja die Strafen erhöht in Hamburg ganz extrem. Und jetzt muss sogar digital geprüft werden. Und ich denke mal, in den nächsten Tagen und Wochen werden einige irgendwo vor der Tür stehen, leider in Hamburg, weil sie halt nicht zu Ende gelesen haben oder es einfach nicht mitbekommen haben. Was ist denn, wenn man jetzt diese QR-Codes von der Apotheke mit der Sarkov-Pass-Check-App liest? Geht das? Ja, natürlich. Das geht. Also im Prinzip könnte man aufs Handy verzichten und man kann einfach diesen Zettel damit bringen. Selbstverständlich. Das soll ja so sein, dass du auch mit einem Ausdruck aus der Apotheke kannst du reinkommen. Du bist nicht verpflichtet, ein Handy zu besitzen. Das kannst du ja nicht verlangen. Für den weil ich habe das auch direkt gescannt und mir halt irgendwo in die Cloud gelegt. Ja, ja also, aber ich würde es trotzdem... Ingo, ja. Aber ich würde immer trotzdem, wenn du irgendwo eine längere Sache machst, druck es dir einmal aus oder mehrfach und pack dir einen Zettel in die Reisetasche, einen Zettel in die Manteltasche, falls mal dein Handy oder das Internet ausfällt. Genau, also das ist sinnvoll. Beim Reisen muss das auch das Allerschlimmste sein, was es gibt. Ich habe bei mir in der Fototasche eine Kopie drin als Ausdruck. Ich habe in der Jackentasche eine Kopie als Ausdruck, weil ich gehe auch davon aus, irgendwann ist das Handy versehentlich mal alle oder was auch immer. Ich will doch nicht 10 Minuten mein Handy laden, bis ich was zeigen kann. Gottes Willen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Nee, absolut macht das Sinn. Also deswegen. Aber es ist halt in Hamburg ein Sonderweg gewesen und das haben natürlich wenige mitgekriegt, weil darüber berichtet die Presse wieder nicht. Weil normalerweise müsste jetzt auch jedes Restaurant Leute mit dem Impfpass nicht reinlassen. Und da haben einige halt immer ein Auge zugedrückt. Und das dürfen sie halt nicht. Und wenn sie jetzt das ernsthaft betreiben, wird das nochmal lustig. Aber bei uns hat man sich inzwischen dran gewöhnt. Es geht inzwischen auch recht schnell damit tatsächlich. Aber wie gesagt, es soll nicht das Hauptthema sein. Ich sitze halt hier und warte jetzt erstmal weiter auf die nächsten Regelungen. Und vielleicht trudel ich ja noch in den nächsten Stunden ein. Deswegen werde ich mich jetzt nicht mehr ganz so viel äußern. Aber... auf jeden Fall geht es nächste Woche mit Sicherheit bei uns weiter in irgendeiner Form und Dienstag, Donnerstag ist geplant und Infos, wie gesagt, am Wochenende. So viel dazu. Und was haben wir gespielt? Ich habe schon gesagt, ich habe straight up gespielt. Viel mehr habe ich nicht geschafft. Und ich habe versucht, Trackmania zu installieren, aber das ist mir nicht gelungen auf meinem PC aus anderen Gründen. Mehr war nicht.
Und Robin spielt nebenbei was, das hat er eben auch schon gesagt. Ja, ich spiele nebenbei Battlefield 2042. Ich bin noch nicht so richtig warm geworden. Es sind tolle Karten dabei mit unglaublichen Grafikeffekten, riesengroß. Aber ich bin halt noch ziemlich viel Opfer und ziemlich wenig Spieler und ich versuche gerade meine Position dazu finden. Apropos Opfer, ich habe übrigens mal Halo Infinite ausprobiert. Hat das schon mal jemand angespielt auch? Nee, noch nicht. Will ich noch machen, gerne. Ja, also ich muss sagen, ich werde damit einfach nicht warm, weil ich finde halt irgendwo so die, also das ist ja ein 3D-Shooter, ein Ego-Shooter und mir kommt es halt ein bisschen so vor wie ein Destiny-Light. Ja, es ist ja auch von Bungie, beziehungsweise haben die nicht Destiny gemacht, die Entwickler damals, oder da war doch irgendwas, dass sie da verflochten sind. Auf jeden Fall das Gunplay, das ist halt ziemlich ähnlich wie von Destiny, nur halt die ganzen Waffen und sowas, die sind sowas von lahm, finde ich. Also das macht irgendwie nicht richtig Spaß und ich weiß auch nicht mehr, es ist halt irgendwie ein bisschen auch zu langsam, es kommt da irgendwie so kein Spielfluss auf so richtig. Und die Karten sind halt auch teilweise riesengroß. Das ist ja auch etwas, was mich bei Battlefield ein bisschen stört. Aber ich muss es noch ein bisschen weiterspielen, aber so richtig warm werde ich damit nicht. Also ich weiß es nicht. Ich hätte gerne mal eure Meinung gehört, weil das Spiel wird ja auch sowas von gehypt. Und ich habe ja auch mal die Elternteile versucht zu spielen. Und ich finde den jetzt auch von der Grafik her, der sieht also gefühlt aus wie Halo 5. Ja, und da ist jetzt nicht viel Unterschied, so vom Gefühl her. Aber ich müsste ihn noch mal dann Side by Side sehen. Hat dir denn schon jemals irgendein Halo-Spiel überhaupt gefallen? Oder? Nein, also ich habe auch versucht, jetzt mal mit der Master Chief Collection das erste Halo mal anzuzocken. Ja, eine halbe Stunde habe ich das gespielt, dann halt irgendwie weggelegt. Und dann wollte ich mal den neuesten Teil spielen, den Fünfer. Weil der hatte halt die beste Grafik bis noch vor einer Woche. Und mir macht das halt irgendwie so vom Spiel nicht so viel Spaß. Ich finde es halt auch schade zum Beispiel, dass jetzt der Hauptcharakter, dass der halt quasi so anonym ist. Ja, ich weiß, es ist halt irgendwie so der ganze Grafikstyle, aber ich finde das halt irgendwo, das ist ja so unpersönlich. Also ich kann mich damit nicht identifizieren, das ist es halt auch vielleicht. Es gibt eine Frage im Chat, ich weiß nicht genau, worauf die sich bezieht. Der kostenlose MP ist schon raus, fragt Inso. Nein, der Multiplayer, ja, der ist schon draußen. Der ist schon seit vorgestern oder sowas released worden. Oder vor 3 Tagen, ich weiß es jetzt nicht. Also vor ein paar Tagen wurde der veröffentlicht. Und den kann man also zocken. Der geht auch recht gut, also zumindest keine Bugs. Aber ich werde damit irgendwie nicht so richtig warm. Ich weiß es halt nicht. Aber es kann halt einfach eine Präferenz sein. Vor allem, ich finde halt auch gerade die Standardwaffe, die ist, da braucht man halt so lange, bis man halt einen Gegner mit tötet. Und das macht halt irgendwie keinen Spaß. Oh, was für ein Satz. Oh, ich hoffe, der wird jetzt hier nicht rausgeschnitten. Also, nein, es war ja nicht Michael. Keine Werbung möglich, tut mir leid. Es bezieht sich auf ein Computerspiel. Und, als wenn das die KI erkennen würde. Computerspiel. Ja, also es macht halt irgendwie nicht so richtig Laune. Weil es gibt halt wirklich so Shooter, ja, da zelebriert man jede Waffe. Da ist jede Waffe cool und man möchte jede Waffe einfach mal ausprobieren und spielen. Und man kann sich nicht entscheiden, mit welcher Waffe man als nächstes spielen soll. Und hier habe ich halt einfach das Problem, ich teste die Waffen durch und sage, nee, Igitt, nächste Waffe. Ah, nein, mag ich nicht. Nächste Waffe. Wie ein Scharfschützengewehr, wo ich nicht treffe? Nee. Geht nicht. Nächste Waffe. Und das ist halt, vielleicht muss man da irgendwie sich dann hochleveln. Ich weiß nicht, vielleicht trifft man dann besser. Aber ich finde, das ist halt alles irgendwie so statisch und und die Grafik hat mich jetzt halt nicht durchgeflasht. Danach habe ich nochmal Horizon 5 reingeschmissen. Und also Horizon 5 hat schon eine ziemlich geile Grafik. Das muss man sagen. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus, auch wenn ich da auch meine Probleme habe mit dem Spiel. Wobei, da habe ich jetzt auch nochmal eine Chance gegeben und ich habe jetzt auch schon mal so 4-5 Stunden lang gezockt. Und ja, es ist okay. Also so der richtige Hype stellt sich auch noch nicht ein, aber ich finde es erstmal spielenswert. Also ich werde es definitiv auch weiterspielen, aber bei Halo, da habe ich jetzt irgendwie schon keine Motivation mehr. Und was ich halt lustig fand,
da die Multiplayer-Teams, die wurden halt auch scheinbar von der ganzen Welt zusammengemischt, weil da waren halt so zwei Amerikaner, die haben sich da unterhalten, die haben dann auch ins Mikrofon gerülpst und sowas. Das fand ich halt auch ein bisschen befremdlich. Und die waren gar nicht mal so jung, aber ja, ich finde auch das Gelabere von anderen Leuten halt auch dann teilweise störend. Warum bist du dann im Stammtisch? beziehungsweise von Leuten, die jetzt einfach willkürlich zusammengemischt werden, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen, ja, komisch. Und hier sind wir auch alle viel gesitteter. Ich glaube, gerülpst hat hier noch keine. Tut mir leid, ich habe keinen parat. Nee, und wenn, musst du auch nicht dann noch Push to Talk drücken gleichzeitig. Nee, aber ja, das ist halt so, wie soll man sagen, also ich fand das halt irgendwo... Vielleicht, wenn man mit Kumpels das spielt, aber auch da stelle ich, also da gibt es mit Sicherheit ein Dutzend Spiele, die im Multiplayer mehr Spaß machen. Zum Beispiel jetzt bei einem Battlefield, da muss ich jetzt zugute halten, dass die Waffen, die man da spielt, die sind wenigstens cool. Die machen also, die sind schon irgendwo ein bisschen interessant und ich kann mir schon vorstellen, dass der Robin sich da irgendwie einen Fetisch aneignet mit den Waffen. Also, der Robin-Waffen-Fetisch? Ja, das dann, also, sind wir auch mal ehrlich, ja. Ich habe damals mit dem Waffenfetisch angefangen bei Unreal Tournament, weil da war einfach nur jede Waffe geil. Also da hat es echt mit jeder Waffe Spaß gemacht zu spielen. Und das war halt so toll. Und ich habe danach selten Spiele erlebt, wo Waffen cool sind. Diese Sätze darf man echt nicht rausnehmen aus dem Zusammenhang. Ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder schwierig. Ja, aber ich weiß, was er meint. Okay, Moment, dazu, also nochmal, das habe ich auch schon 20 Mal wiederholt. Also ich bin absoluter Pazifist. Ich würde nie eine Waffe anrühren, geschweige denn abdrücken. Ich hasse Waffen. Also ich finde, eine Welt ohne Waffen wäre 100 Mal besser. Und würde nicht funktionieren? Auch nicht in Spielen geben. Mehr als 100 Mal, bitte? Dann würde es die auch nicht in Spielen geben. Ja, warum? Die Waffen aus Unreal Tournament gibt es ja auch nicht. Das sind ja fiktive Waffen. So gesehen hast du recht, ja. Ja, und das, also Waffen müssen nicht realistisch sein. Ja, und, aber Waffen sind halt schon, wenn ich mir zum Beispiel so Wolfenstein vorstelle, so mit schlechten Waffen, das wäre halt auch nichts. Also bei Wolfenstein sind die auch ziemlich gut gemacht, finde ich. Und oder auch bei Doom, bei den neuen Doom-Teilen, da sind die halt auch spaßig. Ja, aber bei Halo, ach, ich weiß es halt nicht. Zum Beispiel bei einem Destiny, da kann ich mich auch nie entscheiden, mit welcher Waffe ich spiele. Weil da sind eigentlich alle Waffen irgendwie cool und man möchte alle mal ausprobieren und mal testen und mal spielen. Ja, aber hat jemand mal Halo gespielt? Das Neue nicht, das Alte oder die schon. Alten. Und kann man ja, jemand klar. mal den Reiz sagen, was da so toll ist? Also beim Ersten, das hat mir schon erst gar nicht gefallen, aber dann nach etwas längerem Spielen total gefallen. Weil, wie soll man sagen, diese Intelligenz der Gegner und wie die, dass es dann so verschiedene Gegner gibt, Aliens und Menschen und die sich alle verschieden verhalten und dass du richtig dann so an deren Schilden vorbeischießen kannst oder sie umzingeln, also sie von hinten angreifen und all diese ganzen sozusagen taktischen Sachen in dem Spiel zusammen mit dem Level-Design fand ich dann doch schon sehr spaßig. Aber ich muss sagen, ich habe das erste auch nie durchgespielt, weil ich habe dann irgendwann aufgehört und zwar war ich in dieser Bücherei, wo diese Horde kam, die einen immer nur so total stumm verfolgt, wie so Zombies sind das. Und das habe ich irgendwie, ich glaube, dann habe ich den Level gerade noch so geschafft und der nächste, da habe ich dann aufgehört. Aber da gibt es echt coole Sequenzen, zum Beispiel so eine Brücke, die man verteidigen muss oder über, stürmen muss. Fluglevel mit irgendwelchen Fluggefährten, Fahrlevel mit irgendwelchen Jeeps und dann halt diese ganz unterschiedlichen Gegnertypen eben. Fand ich dabei so genial. Aber es stimmt, die Waffen fand ich jetzt auch nicht so unglaublich toll, ehrlich gesagt. Ja, und ich finde halt so ein Ego-Shooter ohne coole Waffen, das ist eigentlich nichts. Also das, selbst also schlecht sind sie ja nicht. Aber selbst jetzt bei Overwatch muss ich sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So, das habe ich nie länger gespielt und das ist einer der Spiele, wo ich mir mal gedacht habe, okay, das hättest du mal länger spielen sollen, weil da fand ich das Waffendesign und das Charakterdesign unheimlich cool. Das hat echt Laune gemacht. Aber weißt du, was ich gut finde an Halo, ist das Level-Design halt. Stefan, hattest du noch aber was oder zu Halo? Ja, prinzipiell. Also zum einen will ich die ganze Zeit sagen, Ingo, lass uns einfach die Master Chief Collection einfach mal angehen. Da können wir nämlich die Solo-Kampagne ja auch zu zweit gleichzeitig spielen. Ja, dann lass uns das machen. Das ist eine gute Idee.
Genau, und dann muss man natürlich immer sagen, Halo 1 war schon wegweisend. Also zum einen hast du echte Shooter, der eine hervorragende Joypad-Steuerung tatsächlich hatte. Halo hat auch sowas wie Standards gesetzt, die uns heute als völlig normal vorkommen, nämlich, dass sich seine Lebensenergie wieder regeneriert. Das gab es vorher tatsächlich in der Form eher ganz, ganz, ganz selten. Also mir fällt keins ein. Und so, also, und Halo ist jetzt aber auch schon wieder 20 Jahre alt. Also ja, hat sich so zum Kult entwickelt. Und du weißt, wenn du so einen Kult hast von irgendeinem Spiel, da kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt mache ich plötzlich ganz schnelles Gunplay, jetzt mache ich mega Monsterwaffen, die sofort alles wegballern, weil damit stößt du deine, das, was den ersten Teil ausgemacht hat, würdest du dann ja wieder konterkarieren. Also irgendwie, ja, ist halt vielleicht einfach nicht dein Ding, will aber ja doch so eine Art Krieg darstellen und hat schon tatsächlich auch relativ dynamische Szenen. Also während du gerade eben noch denkst, von wegen Mensch, jetzt hast du da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die alle heißen, diese Gleiter, sag ich mal, in dem du bist und dem du denkst, du kannst ein bisschen über dem Gegner schwirren und alles niederballern. Und wenn du den, dann ziehen die sich so ein bisschen zurück und im Gegenzug merkst du aber auch ganz schnell, oh, so einfach nur raufballern geht nicht, dann musst du dich wieder zurückziehen und so. Und das ist schon ein bisschen strategischer, als man vielleicht meinen könnte. Zumindest auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Auf dem leichtesten ist es vielleicht anders, das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt auch nicht auf Hardcore gespielt, aber immer im normalen Modus. Und da ist es schon so, da schon relativ ansprechend. Und Teil 1 war damals geil. Das habe ich mit einem Kumpel durchgespielt in 2-3 Sessions abends. Das war perfekt, einfach die komplette Geschichte einfach zu zweit spielen im Splitscreen. Das war cool. Ja, Singleplayer ist natürlich jetzt wieder was anderes. Das, wenn man das jetzt kooperativ spielen kann, dann ist ja jedes Spiel irgendwie direkt besser. Das muss man auch sagen. Und ich wollte noch kurz erwähnen, dass ich habe jetzt ein oder zwei Multiplayer-Maps gespielt und die fand ich pottlangweilig. Die hatten irgendwie nichts Richtiges zu bieten. Die waren halt irgendwo relativ karg und so das Setting war auch nicht sonderlich doll. Also da bin ich auch vielleicht verwöhnt gewesen. Aber dann konnte man ein Fahrzeug steuern und die Steuerung fand ich halt irgendwie etwas merkwürdig von dem Fahrzeug. Und Die Steuerung ist schwierig tatsächlich, ja. Durch diese Doppelachsen, sag ich mal, die Warthogs heißen, die, glaube ich, haben. Das Spiel hat sich angefühlt wie so ein Remaster von einem alten Spiel, aber was halt irgendwie auch die beste Zeit erlebt hat bereits. Also so hat sich das Spiel angefühlt für mich. Und hätte man mir gesagt, das ist jetzt ein Remaster vom ersten Halo, hätte ich das sogar geglaubt. Also gut, Remaster ist jetzt, oder ein Remake. Also Remaster ist jetzt etwas hart, weil so schlecht ist die Grafik jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also die Grafik ist schon gut, aber für mich jetzt nicht Next-Gen-Grafik. Ja, hier das Horizon 5, ja, das ist Next-Gen-Grafik für mich, eindeutig. Also das ist, ich habe jetzt auch mal wieder noch ein paar PlayStation 5-Rennspiele gespielt, rein zufällig. Und dann habe ich mal auf Horizon 5 gewechselt und da habe ich den Aha-Effekt bekommen. Aha, wie schlecht oder aha, wie gut? Nee, von der Grafik her, wie geil. Also das sieht halt so richtig, richtig, richtig gut aus. Und vor allem, du hast ja da auch, glaube ich, Raytracing. Also ich bin da jetzt kein Experte, ob das jetzt ein Raytracing-Fake ist oder ein richtiges Raytracing. Aber die Autos sehen ja wirklich fotorealistisch aus. Und es gibt auch manche Passagen so in der Welt, da denkst du, wenn du mal kurz wegguckst, wirklich, das ist Fotorealismus, finde ich. Das ist, das sieht echt ziemlich gut aus. Ja, natürlich jetzt die Fahrphysik, da bin ich ein bisschen am Rumdoktorn und es stimmt wirklich, wenn man jetzt irgendwie da ein paar Sachen ändert, dann fährt sich das Auto ein bisschen besser. Aber ich werde halt wahrscheinlich mit diesem, was ist es, ein Simcade oder Arcade oder, nicht Arcade, ein Funracer, da werde ich halt irgendwie nicht ganz warm mit dieser Art. Ich mag eigentlich Funracer, aber für mich fühlen sich die Autos halt irgendwie nicht echt an. Aber das ist eine andere Sache. Aber ich werde es trotzdem noch mal weiterspielen, weil ich schließe es nicht aus, dass es mir doch dann noch irgendwann gefällt, wenn ich es lang genug spiele. Wir haben seit ungefähr 8 Minuten einen weiteren Gast noch nicht begrüßt. Sollten wir vielleicht mal tun. Ich glaube, der Manfred hat sich vor längerer Zeit zu uns geschlichen. Hallo zusammen. Hallo. 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 Hi, Manfred. Hallo. Hi, nicht, dass wir jemanden hier vergessen. Alles gut. Vor allem hast du gestern den Stammtisch als einziger in eine positive Richtung bewegt, den Videostammtisch. Das muss man mal ganz klar betonen. Okay. Ja, gut. Ich fand mich sehr positiv. Ich habe es halt nur nicht gut gefunden, das Spiel, aber ich habe ja nicht losgebasht. Naja, Manfred hat es mit einem Lächeln gesagt, ich spiele es mir einfach durch, alles gut. Fand ich schön. Aber gestern war ich etwas erstaunt, weil ich konnte es gestern nicht durchspielen. Also das war echt merkwürdig.
Und wenn wir schon dabei sind, gleich kommt der nächste. Es wartet schon wieder jemand im Flur. User in your channel is recording. Und da ist er. Hallo Oliver. Hallo. Hi. Hallo Oliver. Hallo. Hallo. Wir reden gerade über Horizon 5. Ja. Und zwar, das ist, also ich habe es doch noch eine Weile gespielt und mir gefällt es, doch einen Ticken besser als letzte Woche. Und ich muss sagen, weil ich hatte auf der PlayStation 5 einige Renntitel gespielt, unter anderem die Wreckfest PS5-Version. Und dann habe ich gewechselt auf Horizon 5 und habe mir gedacht, meine Fresse, was für eine geile Grafik. Ja, weil das sah dann wirklich aus wie von auf einer anderen Generation. Weil es gab ja diese Wreckfest PlayStation 5-Version im PS Plus. Und was habe ich denn noch gespielt dann für ein Rennspiel? Habe ich jetzt vergessen, aber irgendwas anderes noch. Und also das Horizon 5, das sieht wirklich absolut technisch top aus, finde ich. Und ich habe dann auch das Halo Infinite ausprobiert. Hast du es auch gecheckt? Nö, ich habe diese Woche fast gar nichts gespielt. Ich habe außer irgendwie ein bisschen weiter bei Full Throttle nicht ein Spiel gespielt. Stille, Panik. Das ist mir ein lustiger Fehler. Wie kann das passieren? Was muss da passiert sein? Ich wollte gerade den Oliver hinzufügen hier als Teilnehmer und tipp anstatt Oliver Halo rein. Das wollte ich hinzufügen bei der Liste. Ich denke, wo willst du Oliver hinzufügen? Genau wie die Shownotes. Und dann habe ich anstatt Oliver Halo geschrieben. Das wäre lustig, wenn ich es nicht merke und so veröffentliche. Genau. Nee, aber ich hab Halo Infinite noch nicht gespielt und mich hat es auch ehrlich gesagt nicht wirklich gereizt, weil ich irgendwie gelesen habe, dass das an sich wohl ein Free-to-Play-Konzept ist für Multiplayer und da war ich raus. Ah, okay, und ich habe also mein Urteil, ich will jetzt nicht noch alles wieder erzählen, aber ich war nicht sehr begeistert. Also ich fand halt so, das Gameplay hat mir nicht gefallen, das Gunplay war okay. Aber die Waffen waren halt irgendwo nicht ansprechend, fand ich. Und das Level-Design der Map war langweilig. Und die Grafik war okay. Danach habe ich dann Horizon 5 gespielt und war dann wieder begeistert von der Grafik. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Halo jetzt so unglaublich berühmt ist für so eine unglaublich tolle Grafik. Es geht, glaube ich, eher um das Gameplay das war's und alles. Aber. Doch, doch, das war es tatsächlich. Ich würde sagen, bis Halo 4 auf jeden Fall. Wobei ich auch dazu sagen muss, so besonders gut gehalten hat es sich eigentlich nie wirklich. Weil als ich das allererste Mal Halo gespielt habe, das war Halo 3. Nicht lange, es war vielleicht eine Dreiviertelstunde, dann habe ich es an der Seite gepackt. Aber damals war das schon so, dass ich fand die Texturen da schon nicht mehr so toll und alles wirkte irgendwie so ein bisschen altbacken. Aber in dem Moment, wo es rauskam, zumindest bis zum vierten Teil, waren das schon immer Wow-Momente. Na gut, ich habe es halt auch erst dann gespielt, als es eigentlich auch schon alt war. Auf der alten Xbox, als er auch schon alt war. Ja, ich habe ja jetzt letzte Woche das Remaster vom ersten Halo mal angefangen. Ne? Und das ist zwar, du siehst dem Ding das Alter an, auch wenn sie da die Auflösung hochgeschraubt haben und so ein bisschen die Texturen ausgetauscht, aber du siehst es dem an. Aber für so ein altes Spiel wirkte das wirklich ansehnlich. Ich fand auch vom Gameplay fühlt sich das neue Infinite so an wie ein Remaster oder Remake von einem alten Teil. Also jetzt nicht wie ein neues Spiel, sondern halt einfach irgendwie wie eine aufpolierte Version. Ja. Ist halt, ich vermute aber auch mal, dass das bei Halo auch ein bisschen erwartet wird. Weil die Serie gibt es ja jetzt schon irgendwie über 20 Jahre sind sicher. Über 20 Jahre nicht, oder jetzt müsste es gerade so 20 sein. Ne? Wann kam die Xbox raus? Das war ja mit Launch-Titel. Vor 20 Jahren. Ja, Launch-Titel war das ja da. Und die Reihe hat ja sich eigentlich auch durch den Multiplayer gehalten. Das ist nicht nur eine etablierte Marke, das ist auch so eine,
so eine Traditionsgeschichte wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten. Die werden da nicht viel dran drehen, außer es halt immer weiter zu verfeinern. Aber da wird mit Sicherheit nichts dran gedreht, dass es sich besonders modern anfühlen soll. Ich finde das auch immer schlimm, wenn so neue Spiele gemacht werden, die sich dann total anders spielen als das Original. Also ich finde das eigentlich ganz gut, wenn das jetzt so ist, dass es sich noch genauso spielt. Sehe ich genauso, aber einige wollen ja immer was Neues und das macht es ja nicht immer besser. Ja, bei Halo kann ich es aber durchaus verstehen, weil wie gesagt, also als ich hier jetzt den ersten Teil da angespielt habe von der Master Chief Collection, da kam selbst ich mit der Steuerung klar. Das, also, weiß ich nicht. Die Qualität von solchen Remakes ist ja auch nicht mehr immer perfekt. Also gerade wenn da so, ja, überhaupt bei diesen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also ich habe eher so ein Gefühl, dass immer mehr so geschludert wird bei solchen Sachen, also bei Remakes, Emulationen, sieht man jetzt ja gerade wieder N64-Emulationen auf der Switch komplett ja. Und Remakes sind auch oft so, dass dann, ich weiß noch, bei dem Crash Bandicoot Remake, da wurde ja dann die Sprungphysik tatsächlich geändert, also es hat sich halt für Experten, die das Spiel gut kennen, hat sich das halt total falsch angefühlt und so. Da wird nicht genug sozusagen Sorgfalt reingelegt, das halt perfekt zu machen. Ja. Sondern es wird halt so gesehen, okay, das spielen jetzt eh hauptsächlich neue Leute, die es noch nicht kennen, junge Leute und so, die wissen das ja nicht, ob der Sprung jetzt so perfekt genau richtig programmiert ist wie damals oder nicht und so. Es gibt da ja in solchen Fällen auch ganz gerne so klischeehafte Bemerkungen, auch in Tests oder von Kritikern oder von Spielerseite, ob die Firma ihr Erbe eigentlich würdigt. Und ich glaube, bei Remakes merkst du das tatsächlich auch dann mal. Du, bei Nintendo, weiß ich nicht, ich habe immer da das Gefühl, sobald es ums N64 geht, so wirklich Wert drauf gelegt haben sie nicht. Das war irgendwie so für die, glaube ich, immer so ein bisschen Thema, was sie auch ganz gerne ad acta gelegt haben. Es hat zwar auf der Virtual Console ganz gut funktioniert, aber erinnert ihr euch dann noch irgendwie um die Diskussion hier um ein etwaiges N64 Mini? Ja, die ist ja, läuft ja immer noch recht träge, die Diskussion teilweise. Ja, nur wenn Nintendo da irgendwie, dann hat man immer das Gefühl, so von wegen, die reden von einem Sterbenden. Und ich sag mal so, bei Sony war es halt so, wenn die ein Remaster oder ein Remake gemacht haben, das war immer treffsicher, wie ich fand. Also zumindest, wenn die das in den eigenen Händen gehalten haben. Oder auch hier jetzt bei Microsoft, finde ich, also das, was ich da gesehen habe, diese Master Chief Collection ist ja eine Remaster Collection. Die ist wirklich gut gemacht. Da gibt's nichts. Ich würde mal sagen, ihr könnt gleich weitermachen. Wir haben die erste Stunde mehr oder weniger rum, zumindest auf Twitch. Sollten wir jetzt rausgehen und uns bei allen bedanken, jetzt dazuschauen. Wie gesagt, den Rest gibt's für alle Unterstützer. Und ja, es geht ja gleich eventuell noch weiter. Vielleicht kann Danny was dazu sagen. Zumindest geht's in irgendeiner Form weiter. Und was passiert da denn? Ich kann es einmal kurz erklären. Vielleicht erfreut das auch den Ingo. Ja, ich habe mal ein wenig im Schrank gewühlt und die alten Betamax-Kassetten rausgeholt. Und ihr kriegt jetzt hier gleich eine ganze Dosis Ingos Treasure Hunt aus der Konserve auf dem Kanal bis irgendwann morgen früh. Ich weiß nicht, wann ich das dann abschalte. Ich habe jetzt, ich glaube, 12 Stunden habe ich einfach mal voll gemacht. Ich werde es dann morgen früh aber irgendwann abschalten. Nur, dass das Ding nicht in die Leere läuft, wenn ich morgen dann noch im Traumland liege und schlummere. Es gibt gleich die Retro-Kompott Classics hier auf dem Kanal. Das ist eine neue Sache, die wir jetzt immer hier nach dem Audio-Stammtisch einführen werden, dass wir halt mal alte Formate hier dann aus der Konserve auf Twitch einfach laufen lassen für die Leute, die ein oder andere Sendung vielleicht mal verpasst haben und auch nicht so. Die nicht schlafen können. Die schlafen können oder die auch keine Lust haben, sich das auf YouTube irgendwie einzeln rauszusuchen. Also hier kriegt ihr gleich die automatische volle Dröhnung bis ihr morgen früh dann zur Bäcker rennen könnt. Genau. Und wie gesagt, vielen Dank an alle, die jetzt hier live mit dabei waren. Hier geht es natürlich noch gleich weiter. Und natürlich wird das auch später über unseren Unterstützer-Feed weiter ausgestrahlt. Also danke an die Zuschauer. Und entweder bleibt ihr jetzt noch bei Twitch dran die Nacht oder ihr joint uns bei Teamspeak oder ihr hört euch morgen an, was hier noch alles hinterher erzählt wurde. Danke an euch erstmal. Und hier geht es, wie gesagt, weiter. Tschüss. 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 Tschüss.